Also die UNESCO hat den Begriff 2002 geprägt und er spielt eine zentrale Rolle, nicht nur der Begriff, sondern die Sache bei der Bildungsagenda, die die UNESCO für die Welt organisiert. OER soll Wissensqualität bedeuten und Information auf breitere Grundlagen stellen, Partizipation auch besser ermöglichen, als das herkömmliche Materialien können. Die deutsche UNESCO-Kommission hat dafür zu sorgen, dass das Thema in Deutschland Fuß fasst, in unserem entsprechenden Bildungsarbeitskreis. Arbeiten zum Beispiel Vertreter der Bund-Länder-Arbeitsgruppe mit, die vor einem Jahr den Bericht vorgelegt hat, wie OER in die Institutionen der Bundesrepublik Deutschland eingeführt bzw. verankert werden kann. Und wir versuchen mit Publikationen und Schirmherrschaften das Thema voranzutreiben. Das ist im Rahmen dessen, was ich eben gesagt habe, möglichst das Thema verankern, für Breitenwirkung sorgen und mit dem Namen UNESCO auch deutlich zu machen, es geht hier nicht um ein isoliertes rechtliches Thema oder pädagogisches Thema, sondern es geht um die ganzen Zusammenhänge, die mit Open Educational Resources zu tun haben. Und es ist international. Das ist ja die Aufgabe der UNESCO, der deutschen UNESCO-Kommission, Themen, die die Welt betreffen, nach Deutschland zu tragen und umgekehrt deutsche Expertise in die internationalen Gremien. Ich denke, Open Educational Resources hat den großen Vorteil gegenüber herkömmlichen Materialien, wenn es wirklich frei zugängliche Lernmaterialien sind, dass der Einzelne in einem freier zu den Materialien Zugang hat, dass er breiter sich aufstellen kann, wenn die entsprechenden Datenbanken und Thinktanks eingerichtet sind, die Websites, die es schon gibt in dem Zusammenhang. Das heißt, jeder kann sich sein Bildungskonzept im Grunde selber zusammenschneiden, was in den herkömmlichen Institutionen alles zielgerichtet, man könnte auch sagen monokausal ist, das kann hier besser gemischt werden. Und das bedeutet in Deutschland, dass wir sehr unterschiedliche Bildungsschichten erreichen können, anders als mit herkömmlichen Materialien. Genau so ist es. Das ist ein Thema Bildungsgerechtigkeit, was ja im Zusammenhang mit den neuen Sustainable Development Goals, also den Entwicklungszielen der Vereinten Nationen, eine große Rolle spielt. Freier Zugang zu Bildung, Bildungsgerechtigkeit in dem Zusammenhang, und zwar in allen Staaten der Erde. Das bedeutet, OER hat auch die große Chance angesichts fehlender Multiplikatoren im Bereich Bildung weltweit. Uns fehlen ja zigtausende von Lehrern und allein in Deutschland jetzt auch über 10.000, hat OER die große Möglichkeit, viele zu erreichen, die bisher ausgeschlossen sind von Bildung, und sie dort abzuholen, wo sie sich selber fühlen. Wir haben Kongresse gefördert, wir haben Publikationen gefördert, also zum Beispiel eine Publikation über die rechtlichen Probleme, die es im Zusammenhang mit den Creative Commons gibt, und es gibt dazu weitere Kongresse, denn wir glauben, dass das Thema Bildungsgerechtigkeit, Bildungsoffengang und Zugang mithilfe von OER eine dynamische Entwicklung bekommen kann, die es auf herkömmliche Weise nicht bekommen hat. Ich meine alles, was wir im Augenblick haben. Das Verlagswesen zum Beispiel wird sich ja ganz sicher auch einstellen auf OER, auch wenn dort Befürchtungen vielleicht sind, dass Schulbücher nicht mehr in dem Umfang abgenommen werden. Ich allerdings meine, dass wir inzwischen, auch was das Schulwesen betrifft, ja an einem kritischen Punkt angekommen sind. Wenn ich da Erstklässler sehe mit 20 Kilo Schulbüchern auf dem Rücken, dann ist das nicht das, was man sich insgesamt vorstellt. Ich glaube, dass OER in allen
Stufen des Bildungswesens große Vorteile entwickeln kann, nicht nur technisch eben, indem man heute ja mit Internet alles Zugang zu allem hat, sondern auch pädagogisch die Dinge weiterentwickelt, die Lernmotivation steigern kann. Und das ist für mich das Entscheidende. Bildung muss Motivation am Weiterlernen vermitteln. Und dazu trägt OER in großartiger Weise bei.